Hello und welcome back to Eternal Sonata mit Prinny. Und ja, wir sind hier in diesem, immer noch in dem Mandolinen-Tunnel, Mandolinkirche unterwegs in dem Tunnel. Und hier ist ein Gegner, den ich von hinten angreifen möchte, aber ja, ist ziemlich schnell im Drehen. Nice to meet you. Ist es immer noch ein Rubinauge, weil die sehen irgendwie anders aus. Die sehen voll bösartig aus, die Küche hier. Ein bisschen nah dran sehe ich gerade. Das war sehr doof. Naja. Oh mein Gott, es sind drei. Und ich bin sicher, das eine ist kein Rubinauge, sondern ein Gelbschweller. Oh, da hätte ich sogar kontern können. Ah, verstehe, im Licht sind die anderen im Dunkeln. Okay, okay, dann ist alles klar. Und oh je, ich wurde ganz schön verhauen. Gavott, 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 bleib bitte stehen, bleib am Leben, Gavott. Oh Gott. Oh Gott, Gavott. So. Heilen. Ich wollte eigentlich jetzt auf 24 Sterne rauskommen, damit ich mit ihr beides machen kann, also angreifen und Dingens, ihr wisst schon, angreifen und heilen, weil sie ja eine Harmoniekette machen können. Was passiert jetzt? Oh mein Gott! Er kackt Granaten. Die vermöbeln mich gerade ganz schön, holla! Ich bin irritiert. Aber ich habe ja eine sehr fähige Heilerin da. Oh! Wow, ich habe irgendwas getan, was gut war. Komm, 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 komm. Heilen! Ja, Mann. Heilen und dann heiliger Pfeil auch noch. Habe ich es verpasst? Nein, habe ich nicht. Bam, Bitch! 12.000 Damage in your eyes. Da hast es. So sieht es nämlich aus, wenn man sich mit den Gnomen und der Ziegenhirteln anlegt. Ja, ja. Das war echt ganz schön imbar. Ich möchte darauf hinweisen. Das hat Viola gut gemacht. Ich doppel Daumen hoch von mir an dieser Stelle. Heute ist jeder und seine Mutter online, habe ich das Gefühl. Aber doch nicht, nur noch zwei. Hä, so viel dazu. Links oder rechts? Ich stehe mal wieder vor Entscheidungen, die ich nicht fällen möchte. Irgendwas sagt mir links. What the fuck? Es sind Seepferdchen mit Speeren. So was sieht man nicht alle Tage, holla. Immer sind sie schön weit weg und ich kann ordentlich Schaden mit Viola machen. Hauen, 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 hauen und harmonikettieren. Let's go! Gut. Die Kette war es nicht möglich, weil mein Ziel war tot und es ist ein Viega. Viega, okay. Dann hauen wir eben das, den, die, das Viega. Komm, lauf, 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 lauf. Ich brauche nicht mehr viel für die Kette. Doch, hab noch eine Menge gebraucht, aber egal. Heil ich halt komplett und dann machen wir sie mit Gavott tot. So. Drachenschuppe erhalten. Was ist eine Drachenschuppe? Es ist hier voll nirgendwo drin, 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 drin. Ah, oh, sowas, das ich nie benutze. Oh, eine Kiste. Prophetenstock erhalten. Eine Waffe, einen Charakter, den ich eh nicht benutze. Jetzt, wo ich hier diese Mega-Kampfgnome habe, ist alles viel besser als vorher. Boah, wie sie reinhaut. Sie verhaut komplett alle Gegner. Donnert es draußen? Was ist das? Oh, scheiße. Das war das sternenmäßig knapp, aber ich glaube... Oh, es reicht. Ja, Mann. Aurora-Vorhang for the win. Und dann gleich hier voll abgehen. Und Harmoniekette war Eclipsenblick. Es hat nichts gemacht. Voll geil. Oh, cool. So, jetzt haben wir eine Mega-Distanz und ich treffe ihn nicht. Oh doch, wow, mit zwei Pfeilen. Holla. Cool, cool, cool. Laufen, lauf. Laufen, 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 laufen. Und in diesen Fisch rein. Meine Freundin sucht gerade nach Geld. Ich weiß nicht, ob ich 20 Cent Stücke haben muss. Du gucken.
Habe ich keine? Dann sei so abgefahren, wird unsere eigene Waschmaschine. Aber nimm doch einfach unsere! Aber... wenn ihr später mal alleine wohnt, dann schaut, dass ihr eine große Waschmaschine habt, weil wir haben die Option bei uns. Wir haben so eine etwas kleinere Waschmaschine. Und in der können wir logischerweise for free waschen, das ist unsere Waschmaschine. Und wir haben unten im Keller eine Gemeinschaftswaschmaschine für das gesamte Haus. Und da kostet eben ein Waschrang so 1 Euro ungefähr. Und es wird in 20 Cent Stücken eingeworfen, dieses Geld. Und mit 5 Waschmarken sozusagen kommen wir durch einen ganzen Waschgang durch. Und ja, mit 4 durch so fast den ganzen. Es ist super spannend für euch, das zu hören. Ich weiß, aber ich erzähle euch trotzdem, wenn ich es kann. Jetzt habe ich derweil bei euch hier die Mega-Harmoniekette auf. Einfach weil ich es kann. Wieso hat sie manchmal eine Counter-Chance und manchmal nur eine Block-Chance? Das verstehe ich noch nicht ganz. Ach, machen einfach tot. Ich möchte doch nur hier. Ja, genau, das wollte ich machen. Ich wollte Heiler-Pfeil machen. Und danach Heiliger-Pfeil. Boah, 28.000. Das ist nicht euer Ernst, oder? Hallo? Wie zu lang die Tante ist. Ja, mal pervers. Ah, sie kann kontern. Aber die anderen nicht, irgendwie, habe ich das Gefühl. Und wenn ich so aufs Konter konzentriert habe, habe ich das voll aufs Maul bekommen. Und das Heilen war komplett wieder vergebens. Aufsteigen tun die auch nicht. Ah, Viola geht bald hoch. Na dann. Und da geht es weiter anscheinend. Und es leuchtet alles wunderschön und glitzert. Da ist eine Kiste. Ich sehe sie ganz genau. Kraftring erhalten. Du bist schon cool ausgerüstet. Du hast noch Platz. Mehr Angriffspower für dich. Gut, gut, gut. Und nochmal so ein Fisch. Oh mein Gott, ist er langsam. Und von hinten rein. Nehmen wir den da. Bauen wir Sterne auf. Selbe gilt für dich. Bauen wir Sterne auf. Bauen wir Sterne auf. Bauen wir Sterne auf. Und dann kann sie nämlich den hier mit einem Rums töten. Normalerweise, ich glaube, bei denen reicht es. Bei denen, wenn sie im Licht stehen, geht es glaube ich nicht, aber so dürfte es passen. Oder? Ja, passt. Cool. Okay, dann bauen wir hier mal Sterne auf für die Viola. Dann kann sie nämlich auch nochmal Harmoniekette machen hier, mit Heilerpfeil und so. Und einen von den beiden Fischen wegbolzen. Hä, wieso kam da jetzt keine Harmoniekette? Voll gemein! Na egal, machen wir es halt so auf die altmodische Art und Weise. Oh, der Fisch ist sogar dran! Und der kackt dir die Mörsergranaten aus. Ethisch nicht korrekt, ich weiß, aber ich sag's trotzdem, weil ich's kann. Yay, Viola steigt auf! Das Viech hinein in das Getümmel und ich kam doch eigentlich von hinten. Mano. Großartig und boah, genau, so wird er weggerost. Wir lebt noch, dann machen wir ihn halt mit Gavot weg. So, jetzt sparen wir die Sterne. What the fuck, what the fuck, ich sehe nichts. Das war der mega RAM-Angriff. Super, ich schwimme dir ins Gesicht, ich bin so bedrohlich. So, dem geben wir es jetzt so richtig. Dann machen wir die coole Heil- und Pfeil-Kombo sozusagen. Wenn es diesmal funktioniert. Letztes Mal hat es ja irgendwie nicht gewollt. Oh, jetzt. Ich habe den Knopf nicht getroffen. Ich habe den Knopf nicht gedrückt, ich bin so bescheuert. Oh je. Total kacke. Er macht's zweimal. Er kackt mich zweimal an. Eklig. Widerlich.
einfach, was geht. Ich mein, ja, passt schon. Bam, bitch, in your face, 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 face. Supernova for the win, ich bin so cool. Gut, brav gemacht. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wow, ich mache den Drehtanz mit Beat. Bis dann. Bye, bye.